Moin, moin und willkommen zu einem neuen Mini-Let's Play. Ja, wir spielen heute das Spiel Breaking the Bank von Stick Page, wie das so schön steht. Ja, ein Mini-Let's Play. Zuerst noch eine kleine Anmerkung, falls sich jemand wundert, dass ich irgendwie anders klinge als sonst. Ja, ich habe ein neues Mikro und das ist geil. Einziger Nachteil, ihr werdet jetzt wahrscheinlich auf jeden Fall meinen Mausklicken hören. Wahrscheinlich sogar, wie ich die Maus verschiebe, weil ich momentan ohne Mausbett arbeiten muss. Aber das geht schon. Nur halt, wie gesagt, Mausklicken werdet ihr leider hören. Bisschen schade, aber das muss gehen. Ja, Breaking the Bank. Der erste von, ich glaube, fünf Spiele sind es. Ziemlich lustig. Ich habe sie alle mal ausprobiert. Die sind mega lustig. Und jetzt als Übergang für diese Woche, fünf Teile, passt jetzt genau auf eine Arbeitswoche. Werde ich dann jetzt mal spielen. Und danach machen wir dann. In der kommenden Woche machen wir dann wieder mit normalen Let's Plays weiter. Habe ich genug Pause gehabt? Okay. Ich würde mal sagen, ohne große Umschweife legen wir los. Das ist gerade ziemlich laut bei mir. Sekunde, ich drehe es mal ein bisschen leiser. So. Kleines Problem an der Sache. Also, was heißt Problem? Was ein bisschen schade ist, ist, der erste Teil ist jetzt sehr, sehr kurz. Also, heute wird man sieht es wahrscheinlich gerade an der Videolänge, es wird ultra kurz sein. Die nächsten Teile sind allesamt länger, so viel möchte ich versprechen. Deswegen. So, ja, wir sollen in die Bank einbrechen. Wie machen wir das am besten? Ja, wie bricht man in eine Bank ein? Man sprengt sich durch. Ist doch ganz klar. Ich mag diesen Grafikstil tierisch. Das sieht einfach cool aus. Und von diesen Strichfiguren. Das ist super. Oh, TNT funktioniert nicht. Genau. Wir haben es nicht geschafft, also versuchen wir es nochmal. Ich habe ja gemerkt, ich kenne die ganzen Teile bereits. Bedeutet auch, dass ich, halt weiß, welches jetzt hier zum Beispiel die richtige Lösung ist. Das weiß ich wahrscheinlich nicht mehr bei allen. Allerdings hoffe ich mal, dass das meiste mir in Erinnerung geblieben ist, sodass ich jetzt zumindest die ganzen Fails auch zeigen kann. Graben wir uns halt einen Tunnel, nehmen wir die Oldschool-Methode. Mit Zelda-Sounds! Ah, das Spiel ist gut. Aber Schaufel durchladen und rein. Komischer Boden, meint ihr nicht auch? Wie gesagt, der erste Teil noch etwas einfach gehalten. Aber trotzdem, ich finde, der macht auch schon Spaß. Laser Drill. Ja, dann bohren wir uns eben rein mit Lazor. Hey, das hat gut funktioniert. Ach, Scheiße. Ja, wer hätte es gedacht? Der Laser funktioniert nicht. Nehmen wir Abrissbirne. Die Spiele sind übrigens leider alle auf Englisch, habe ich jetzt gar nicht gesagt, aber kommt man schon mit klar. Also ich zumindest komme damit klar, dass es auf Englisch ist. Man hat ja auch die Bilder, um nicht zu wissen, was man da versucht oder so. Allein das erste Mal, als ich gesehen habe, wie er da mit der Abrissbirne anfährt, habe ich schon gedacht, jetzt kommt eine Simpsons-Film-Anspielung. Ich weiß gerade gar nicht, von wann das Spiel ist. Aber gut. Tja, ist halt so. Ja, Teleporter. Dann teleportieren wir uns doch einfach rein, so wie man es halt so kann. Weil teleportieren ist ja so einfach. Oder auch nicht. Da habe ich mich schon immer gefragt. Teleportieren, ja, an sich klingt es ja ganz geil und so, aber was mache ich bitte, wenn ich in der Wand stecke? Das wäre so mein Problem mit dem Teleportieren. Disguise. Ja, verstecken wir uns halt, verkleiden uns, wie auch immer. Als Geldsack. Wie kommt man am besten in die Bank, wenn nicht als Geldsack? How did we lose one? I think we should throw it in the bank, just to be safe. Fällt ja nicht auf oder so. Ja, und das war's jetzt quasi schon. Wie gesagt, echt mini, also der erste Teil ist einfach sehr, sehr kurz. Aber dennoch.
Ich lasse mich dadurch nicht unterkriegen, weil ich freue mich halt auf die nächsten. Die sind großartig. Versuch das mal deiner Versicherung zu erklären. Du hast eine Abrissbirne und die trifft halt mit der Kugel das Fahrerhaus. Das kannst du doch keiner Versicherung erklären. Wie soll das gehen? Na gut. Ja, the end. Ich werde euch, das werde ich jetzt immer machen, ich werde den Link zu der Seite, auf der ich dieses Spiel gerade spiele, das habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt, das ist ein Internetspiel, das kann man also einfach so im Internet free-to-play. Finde ich ziemlich geil, sowas. Ich werde die Links dazu mal immer in die Videobeschreibung packen, zu dem jeweiligen Spiel. Falls es jemand auch mal spielen will, wie gesagt, der erste Teil jetzt ist vielleicht nicht so Hammer, allerdings sind die nächsten sehr, sehr geil. Und ja, damit war es das dann auch schon heute für den ersten Part. Vier weitere kommen noch, da freue ich mich drauf. Und ich denke, ich sage auch bis dahin, ciao.